Einen wunderschönen guten Tag, schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück zu Minecraft. So, ich will mal kurz gucken, wir sehen voll, ich bringe mal kurz die Steine weg. Wohl, ich möchte mit euch jetzt gerne nicht direkt am Strand selber, der ist ja fertig, sondern mich hier erst um die Deko kümmern. Also hier soll ja noch so ein paar Liegen hin, Sonnenschirme und so weiter. Vielleicht, da müsste ich mal gucken, ob das geht. Irgendwie aus Teppich so Brandtücher oder sowas gucken. Ah, ehrlich gesagt, gefällt mir der Wald da drüben auch nicht, aber das ist eine Sache, da kann man sich später drum kümmern. Hier müssen noch ein paar einzelne Bäume weg. Hier möchte ich gerne noch so eine Art Tiki-Bar oder sowas. Ein bisschen was zum Strand passt. Aber das kriegen wir alles schon hin. Ich laufe mal kurz mit euch zurück. Schnell Inventar ausleeren. Dann können wir gleich Wolle und das mitnehmen. Ein bisschen Holz. Damit wir Schirme und sowas machen können. Da muss ich so mal gucken, wie ich das am besten mache. Aber das ist in Minecraft ja nicht immer so ganz einfach. Hier ist anscheinend ein Zombie gestorben. Nehmen wir gleich mit. Du auch. Und das wird schon wieder dunkel, wie es aussieht. Gut, kümmern wir uns gleich drum. Eins nach dem anderen. So. Was haben wir überhaupt? Ein Stecken. Und Birkensetzlinge, die bräuchte ich zwar später auch noch, wenn ich jetzt... Ich muss erstmal runter, wegen den ganzen Steinchen. So, die Frage ist jetzt nur, wo packe ich die überhaupt hin? Ich habe ja für diese glatten Steine überhaupt keine Kiste. Ich glaube, ich pock die hier mit rein. Erstmal die da drin. So, diese gehören hier ja auch drin. Und die würde ich sorgen, packe ich dann erstmal hier in die Mitte. Die glatten Steine. Ups. So. Doch etwas viele. Mehr haben so viel haben wir gar nicht gebraucht. So, die können hier auch erstmal. Die packe ich da mal unter. Holz. Ja, gut. Ich würde eigentlich gerne passt besser zum Strand mit Birkenholz da machen. Ah, da muss ich mal gucken. Wie viel Birkenholz war, wenn ich glaube, so viel ist das so. Erstmal hier, ich glaube, Eiche hatten wir ein bisschen einstecken. Jupp, das konnte da drin. Das Schwarzeichenholz, da kommt eh nachher mehr zu. Das konnte erstmal drin. Ah, da sind auch glatte Sand. Das muss da gleich noch rein. Das habe ich gar nicht gesehen. Das Monsterzeug kommt gleich nach oben. Ich gucke aber erstmal nach Birkenholz. Da haben wir nicht so viel, aber mal gucken. Gott, kriegen wir schon irgendwie hin? Ich bringe erstmal das Monsterzeug oben. Ich will daraus ja Zäune und sowas bauen. Ich glaube, Wolle und das haben wir draußen. Ist halt nicht so einfach. Wie ich die Digibar machen soll, weiß ich auch noch nicht. Aber eins hat dem anderen. Das kriegen wir schon hin. Irgendwie. Man muss sich in Minecraft ja immer ein bisschen was einfallen lassen. So, die Setzlinge wohnen hier, ne? Die packe ich doch erstmal rein. So, das Monsterzeug sollten wir hier. Da Pfeile rein. Da drin. Zombiefleisch kann da drin. Steine paar kleine nach unten. Die lasse ich mal einstecken. Gut, wo wir dann mich gleich wieder hin. So. Ich glaube, ich werde da auch ein bisschen. Ich nehme mal ein bisschen Sonnenstein mit. Ich weiß ja nicht genau, ob ich ihn brauche, aber. Würde gut dazu passen. Habe ich hier mit drin, ne? Ejo. Nehmen wir ein bisschen Sonnenstein mit. So, nehmen wir ein bisschen Gemäuselten mit. Ob ich ihn brauche, weiß ich noch nicht, aber. Und Steinwall hier, ne? Ja. Hier, da kommen ja die Treppen. Die kommen hier unter Mitte hin. Und das kommt hier noch mit zu. Halt. Dahin. So, habe ich denn erstmal alles Wichtige bis auf die Wolle, glaube ich, ja. Gut, und die Wolle habe ich, glaube ich, hier irgendwo mit drin. Das RD, das Weizen. Oh, da habe ich Wolle, aber gut. Ah, muss mal gucken. Hallo, mein Freund. So. So, haben wir schon wieder Zombiefleisch. Ich wollte hier mal was gucken. Wohl, ich glaube, ich muss die Karte sowieso erweitern. Ist alles noch nicht so ganz fertig hier, ne? Da fehlt noch was. Das Problem ist, ich weiß gar nicht mehr, welche Kartengröße das hier war. So, guck, das Haus war noch nicht fertig. Ich glaube, hier hatte ich gar nichts gemacht. Und wir kriegen Besuch. Jo. Hallo, my friend. Ja, hier müssen definitiv noch Karten hin. Aber ich weiß echt nicht mehr, welche Größe das war. Da müsste ich mal gucken. Gott, da kann ich ja mal eben schnell machen. Wo wir da hinten anfangen. Moment. Papier hatte ich ja oben. Das tut mich gerade gewaltig mit der Karte. Ja, ist ja gut, mein Freund. Ist ja gut. Ich kümmere mich später um dich. Das Gute ist, die Schaufel ist schon fast wieder heile. Wo hatte ich denn dort? Irgendwo hatte ich dort Zuckerrote aus Papier. Das müsste reichen. Ich glaube, Gumpos brauche ich auch dafür. Ich brauche drei Karten. Dann passt das doch. Warte mal. Die müsste ich ja sowieso erstmal
Nee, das wollte ich gar nicht. Alles klar, da kann man nur nachgucken, wie der Claim gehört. Ich wollte, das war, glaube ich, so in die Mitte der Kompass, ne? Das wollte ich. Ne? War nicht? Nee, war das denn? Rundherum? Das war rundherum, alles klar. So, kriege ich 3 Karten hin? Müsste eigentlich. So. Ah, passt doch. So, die will ich aber nicht jetzt öffnen, denn sind sie ja versaut, sondern ich will da vorne hinten, wo fehlt. Das war jetzt hier. Genau, restliche Papieren. Kann ich auch, wenn ich schon mal hier bin. Gleich die 3 Zombie-Fleisch mit rein. So, dann wollen wir da hinten hin. Die können wir aber auch hier raus. Daneben, Junge, daneben. Hallöchen. Ich muss da hin. Ich glaube, wir legen uns gleich einmal kurz schlafen. Erstens sieht man nichts. Zweitens habe ich Angst um meine Dorfbewohner. Was ist denn hier los? Hallo, Jungs. Du bist aber gut hier, du. Deswegen habe ich den Blockschaden aus. Das wäre ja übelst, wenn hier jetzt... Da wären ja zig Kräuter, du. So. Lass mich ins Bett. Gute Nacht. Das wollte ich jetzt wirklich nicht. Sehr schön, sehr schön. Denn... Dorin. Denn einmal kurz den Doppelwohner durchchecken. Die Boyen sind noch da. Denn einer hinten war ja sowieso tot, das weiß ich. Der ist noch da. Und was haben wir hier sonst noch? Der ist noch da. Gut, das scheint zu funktionieren. Die kommen hier nicht mehr hin. Mit dem Walter. So, wir hatten dort eine hier drauf. Ja, dann müsste ich jetzt hier zum Strand, um den noch zu kriegen. So. Hatte ich diese Größe genommen oder hatte ich das? Ich weiß nicht. Was er gemacht? Das ist halt... Ich glaube, ich werde da hinten nochmal gucken. Weiß es mich nicht mehr. So, die ist jetzt voll bedeckt. Weiß es echt nicht mehr. Ob ich jetzt wirklich das in der Originalgröße gelassen hatte. Tut mir leid, aber ich muss nochmal zurück. Das tut mir echt leid, aber das mit den Karten ist halt immer so ein bisschen Rumrennerei. Oh. Hallo Kätzchen. Hallo, hallo. Long nicht gesehen. Aber ich glaube, ihr werdet hier noch mehr spawnen. So Glück ist es ja zum Glück. Das mit dem Strawn kommt sofort. Dort geht gleich alles los. Aber das mit der Korte muss ja aus sein. So, dann müsste ich mal was gucken. Habe ich jetzt diese? Ne, ich habe sie, glaube ich, einmal kleiner gemacht. Nee, es ist die Größe. Die passt hier perfekt hin. Sehr schön. Das passt, ja. Ist ein Teil des Stronnes mit drauf. Gut, den nehme ich die mal wieder mit. Dann muss ich bloß die da drüber noch machen. Und die da drunter noch. Und dann kann ich sie ranbappen. Das musste ich mich gerade echt überprüfen. Gut, ich hatte sie nicht verkleinert oder vergrößert oder sonst was. Das wusste ich halt nicht mehr. Das Einzige, was ich bloß heute noch nicht rausgefunden habe, wie man auf die Karte Namen raufkriegt. Ich meine, ich weiß, dass man mit Hilfe von Bannern auf der Karte Orte markieren kann. Ich meine aber auch schon mal irgendwo gesehen zu haben, dass da standen Texte auf der Karte. Also. Aber wie das jetzt funktioniert, so, jetzt bin ich wieder in der Karte. Jetzt muss ich immer noch einmal über die Karte, das heißt hier lang. Da oben nochmal eine machen. Ich doch mal hin. Ja. Mit DOS mit drauf kriegen. Alter, wo die Katzen hier überall rumlaufen. Überall sind die hier. So. Und ich muss ja in den neuen Bereich, in den neuen Schenk, bevor ich die Karte nutze. So, mal hier noch einmal. So, na, noch bin ich nicht ganz raus. Einmal hier lang. Was ist denn das für ein Loch hier? Bin ich zumindest raus. So, noch in der Höhle. Okay. So, jetzt bin ich auf Nummer sicher. Dann nehme ich die einmal kurz hier raus. So. Eine rein. Dankeschön. Und einmal benutzen.
Genau, die ist jetzt da drüber, ne? Bist du eigentlich. Und die war denn genau die da unter, wenn ich mich nicht täusche? Jo. Hier halte ich jetzt trotzdem meine Hand, jetzt muss ich einmal kurz zurück, weil ich brauche ja jetzt noch den Bereich da unter. Dann können wir die drei da ran boppen, dann reicht das auch erstmal. Dann haben wir auch wieder alles drauf auf der Karte. So. Einmal nach unten, bitte. Wir wollen ja, wenn schon, alles von uns auf der Karte haben und nicht nur ein Teil. Hier ist der Weg noch drauf. So, sehr schön. Dann muss ich gleich echt mal gucken, wie ich das am besten mache mit den Liegen und so. So, bin ich raus? Bin ich, ne? Ein bisschen noch da vielleicht. Wie wir das da unter haben und nicht das daneben. Was sind dort hier? Wer klatscht denn hier Steine hin? Oh, das wird er mal googeln, ne? So. So, die kommt er auch raus. Den kommt die hier unter jetzt mit drin. Sehr schön. Jetzt kommt das nämlich alles. Das muss ich nur mal kurz. Einmal zurück. Und den Post hat. Den können wir endlich am Strand weitermachen. Sehr schön, sehr schön. Mal gucken, was wir hier noch alles aufbauen. Wahrscheinlich wird später. Also, das da drüben werde ich nicht erweitern. Das ist schon groß genug. Aber wahrscheinlich später nochmal woanders Karten hinbauen oder so. Die Touris sollen sich ja nicht verlaufen, ne? Auch wenn es keine Touris hier gibt. Aber schön wäre es, wenn hier einfach nur mal so Touristen-NPCs spawnen würden, die sich einfach mal so alles angucken und mit denen man reden könnte. Vielleicht noch ein Quest-System oder so in Minecraft, dass man irgendwie Aufträge, was weiß ich, bring mir so und so viel Karotten, dafür kriegst du das und das oder so. Wäre schon nice. Aber, so. War die da unter, ne? Ew. Wo das die da drüber? Das war die da. Und die gehört denn hier hin? Ew, sehr schön. Oder umfüllt eine Ecke. Sehe ich gerade. Ah, das kommt jetzt später, Mann. Das muss nicht jetzt. Ah, gut, das ist unser Dorf. Das sieht zwar ziemlich bewuchert aus, aber das kommt halt, weil zu viel Gras dazwischen. Hier fehlt natürlich noch. Das kommt noch. Was ist die Hürde? Hier sollen ja auch noch so Häuser hin. Hier hätte ich halt gerne so ein bisschen die Tiki bauen und so. Das ist der Wald, den ich gerne behalten möchte. Ich muss ja so hier vorne noch ein paar Bäume hin. Aber es kommt, es kommt. Jetzt geht's erstmal zurück. Lüge. Zum Strande. El Grande Strande. So. Ah, gut, ich hätte auch da. Egal, wo ich langlaufe. Da muss ich auch nochmal unbedingt die Treppen machen. Das vergesse ich jedes Mal. Muss ich aber machen. Na, Kätzchen? Muss auch irgendwann mal angeln. Damit ich die Kotzen zähmen kann. Das. Keine Ahnung, was das gerade für ein Geräusch war. So, den sind wir doch schon da. Hier runter. Wie mache ich das jetzt? Ich mache erstmal ein bisschen Teppich. Das war einfach nur so. Machen wir mal ein paar mehr. So, das sollte aber reichen. Du vielleicht, ich dachte so als Strandmatte oder so hier. Sieht schon ein bisschen komisch aus, aber. Will die jetzt auch nicht zu dicht nebeneinander haben. Vielleicht liegt hier noch einer und lümmelt in der Sonne. So. Ja. Vielleicht könnte man hier hinten die Ecke noch einsetzen. Zack, zack. Ah, ich glaube, ein Teppich brauche ich noch, du. Hätte hier noch gern einen gehabt. Mal gut gehen. Zack, zack. So. Hier noch so einer, der so ein bisschen am Strand liegt. Sehr schön. Aber das ist einer über, aber ist jetzt kein Weltuntergang. Einmal kurz was wudern. So, ich hätte gerne. Dafür brauche ich jetzt die Zäune. Schirme. Dafür brauche ich ja eh noch. Wie war denn nochmal Zaune? Ich mache die erstmal zu Brettern. So. Zaun war, glaube ich, dort in die Mitte. Und da dann die Bretter, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Schon wieder vergessen. So hier, dass sie vielleicht hier so einen Schirm stehen haben. Zack. Zack. Ich glaube, der müsste eine Höhe. So, jo.
Da drauf denn, ich weiß nicht, ob das nach was aussieht, aber müsste man ausprobieren. Dachte ich so, dafür brauche ich eben ein paar mehr. So Wolle als Schirm. Aber ob das nach was aussieht, weiß ich echt nicht. Mal gucken, mal gucken. So. Wenn man das überhaupt so auseinandersetzen kann, das weiß ich gar nicht. Nee, geht nicht, ne? Nein, geht gar nicht. Okay. Kann man nicht so nebeneinander setzen? Nein. Echt nicht? Muss echt irgendwo drauf liegen? Okay. Den hat sich das ja schon mal erledigt. Der muss es anders bauen. Den Eimer da runter, mein Freund. Aber wie baue ich den Schirm denn am besten? Warte mal, ich brauche erstmal meine Größe. Ich kann ja nicht ständig Steine aufbauen. Zäune habe ich ja noch. Aber ich brauche auch einmal meine Gerüste. So. Dankeschön. Ich das Ganze denn einmal so. Und natürlich hier auch noch einmal. So, und da einmal. Das so mache und hier drauf die Teppiche lege. Das müsste doch gehen. Ja. So. Teppich. 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 Teppich und eine in die Mitte. Sieht, glaube ich, etwas merkwürdig aus. Etwas sehr merkwürdig. Und hier geht wieder nicht, ne? Warte mal. Geht denn noch ein Zaun hin, Bappe? Was überhaupt? Jo. Das wird aber ein sehr merkwürdiger Schirm. Geh mal weg da. Zaun. Zaun. Und hier nochmal Zaun. Das wird wirklich ein super merkwürdiger Schirm. So. Ah, das gefällt mir noch nicht so ganz. Ganz ehrlich zugeben. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das ist mir viel zu klobig hier unten. Viel zu klobig. Wie ist es denn, wenn ich jetzt die weghaue? Fällt der runter alles. Ich dachte, der bleibt dann in der Luft stehen, aber... Ey, das muss ich anders bauen. Das geht so nicht. Nee, 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 so geht das absolut nicht. Das sieht aber, das gefällt mir einfach nicht. Wenn mir etwas nicht gefällt, dann kann das so auch nicht bleiben. So, ich geh mal kurz schlafen. Die haben ja zum Glück gleich ein Bett hier. Mal gucken, vielleicht aus Slabs oder so, aber die Slabs, dessen wollte ich sie ja nicht nehmen. Die sind ja wieder so protzig, vielleicht... Druckplatten kann man, glaube ich, auch nicht aneinander setzen. Das ist, glaube ich, das gleiche wie mit den Teppichen. Aber verleucht mit Falltüren. Majukien, Majukien. So, ich habe aktuell nur Birkenholz zur Boy, ne? Oder. Ah, mal gucken. Falltüren waren so, ne? Ne, das sind Druckplatten. So, ne? Ne, das sind Slabs. Das sind Falltüren, ne? Ah, mal gucken, wie das aussieht. Werde wohl irgendwie gleich mal Birkenholz besorgen. Wenn man die da so vielleicht ran... Auch nicht aus, ne? Vielleicht oben drauf. Darauf gehen vielleicht die Teppiche. Das weiß ich aber nicht. Müsste ich gucken. Einmal Gerüste. So. So, einmal darauf. Geht das da ran? Vielleicht mit der... mit der Shift-Taste. Jo, das geht. Sehr schön. Bock. So, denn nochmal. Gut, das hätte ich auch nicht zu wenig. Darauf vielleicht die Teppiche. Das will ich nochmal kurz testen, ob das überhaupt geht. Ah, ich kann natürlich nicht. Gut, in diesem Fall sind die Gerüste doch ähnlich. Kann die Shift-Taste nicht auf ein Gerüst drücken, weil sie dann gleich runterlaufen. So, den probieren wir es einmal so. Nein, geht nicht. Okay. Geht nicht. Das wollte ich nur testen. Sieh schön, gut. Das ist mies. Aber nur so, das sieht auch blöd. Wenn ich erstmal so sagen darf. Ah.
Und einfach nur Wollblöcke, klar, das wird gehen, aber das sieht auch Mist aus. Man kann es ja mal ausprobieren. Probieren wir einfach mal Wollblöcke. Wir sind auch wieder so klubig, ne? So ein Rahmen, dort, dort. Den nochmal hier und hier. Ah, das sieht aber auch schon, das sieht eher aus wie so ein Pilz hier, also. Nee, hübsch ist das auch nicht. Ich meine, hier könnte man dann natürlich noch, damit es ein bisschen mehr nach Schirm aussieht, so hier hin machen, aber dann wird es auch wieder viel zu klobig. Du gehst mal weg da. Ich wüsste aber nicht, wie es anders machen sollte, ehrlich gesagt. Sieht sehr merkwürdig aus, muss ich ganz ehrlich sagen, aber vielleicht habt ihr ja auch eine Idee, wie man es besser machen könnte. Ich kann ja die Teppiche nicht aneinander setzen. Mach das jetzt erstmal so. Aber das geht bestimmt besser. Eins, zwei, hier nochmal, drei. Einmal hier, Gerüsten, danke. Wolle rauf. Aber ich werde mal eine Schorfe nachher marschieren müssen. Aber ehrlich gesagt, gefallen tut es mir nicht. Also da lasse ich mir noch was Besseres einfallen. Das geht so natürlich nicht. Das ist mir zu klubig, ehrlich gesagt. Dip. So, den vielleicht nochmal hier. Zack. Zack. So, sehr schön. Ah, wir müssen hier ja auch noch. Gut, es hat aber nicht. Ich würde gerne überall einen Schirm haben, ehrlich gesagt. Aber dafür habe ich nicht genug Wolle. Ah, gut, gehen wir mal. Den setzen wir mal da hin. Zack. Bock. Gerüst ihn. So. Dafür räuch ich die Wolle definitiv nicht. Zack, zack, so. Dorthin, dorthin und hierhin, so, einmal rum. Wäre schön, wäre es, wenn man die Ecken irgendwie abschrägen könnte. Aber das geht ja nicht. So, für den letzten Schirm reicht die Wohle nicht mehr. Ah, das sieht eher aus wie Pilze, aber gut. Und den kommt noch einer hier hin. Zack. Ein. So, du kommst hier weg. Dien Eimer gut, dat Gerüst. Sehr schön. Doran, Doran, Doran. Iron. Gut. Naja, dafür räuch ich die Wolle nicht mehr. Das muss ich dann später nochmal ransetzen. Aber immerhin kann ich schon mal die machen. Zack. Zack. Du kommst weg. Wunderbar. Ah, schön ist es nicht, das gefällt mir so nicht. Absolut nicht. Aber eins nach dem anderen. Kann doch nicht alles auf einmal machen. Auf jeden Fall, hier hätte ich denn gerne noch so eine Treppe hoch irgendwie so. Hier so eine Art Tiki-Bar oder sowas. Dafür müssen natürlich, hier sollen ja sowieso die Bäume weg. Die Bäumchen weg. So, ja, Schwarzeiche mangelt es nur wirklich nicht. Auch schon beim letzten Mal so viel. Das Gute ist, dass unsere Schaufel mittlerweile so gut wie repariert ist. So, das hier muss noch weg. Dip. Danke. Aber wie baue ich am besten hier die Tiggy-Bau? Ah. Wie ich ja von Anfang an schon sagte, der Wald hier stört doch gewaltig. Hier sind aber auch rundherum Wälder, das ist das Problem. Lief doch gerade was, wenn ich mir nicht verguckt habe. Den hatte ich hier sogar eingebaut. Ja. So, erstmal. Na gut, der eine wird hier noch weg müssen.
So, dann konnte das hier erstmal in Ruhe die spawnen. Wie ich die Tiggibor hier am besten baue, weiß ich auch nicht. Das ist halt. Jo, wie sieht denn so eine Tiggibor aus, ne? Eigentlich müsste ich doch gerne, weil das sieht so ein bisschen nach Bambus aus, ein bisschen. Mit den Gerüsten arbeiten. Gut, da kann ich mir notfalls eine neue machen. Aber ob das funktioniert, ist so eine Frage. Und meine Idee war so ein bisschen hier, das vielleicht so als Theke hier so lang. Wenn hier vielleicht, wenn es hoch, da war es schon zu hoch. Ah, ich wollte hier seitwärts bauen. Ich glaube, ich werde hier einmal hoch. Was hast du denn da? Ah, die Gerüste sind nicht so einfach zu handhaben. Nein. Wollte ich hier einmal so genau rübergehen. Mehr wollte ich ja gar nicht. Ah, ich glaube, das sieht nett aus. Schade, dass man so direkt aus Bambus keine Blöcke bauen kann. Ich mach das an. Ist ein bisschen viel des Guten. So, drei Blöcke hier in der Mitte bleiben als Bar. Und den werde ich hier wohl an den Seiten Eichen. Ne, ich nehme mal Schwarzeiche, weil wir davon genug haben. Hier auch mal ein paar Bretter. Soll eigentlich mal ein bisschen breiter werden zur Abwechslung. Hier kommt dann so ein Doppeltor rein. Ich glaube, hier mache ich dann einfach einen normalen Zaun lang oder so. Also, soll das hier so quasi die Theke darstellen. Muss mal gucken. Hier denn vielleicht so Zäune an die Seiten. Farbkontrast reinkommt. Brauche unbedingt Birkenholz. Das quasi, dass hier so die Bohr ist. Gut, man kann da jetzt durchlaufen, aber hier soll auch kein NPC rein. Hier denn vielleicht, wenn es geht, verbindet sich sie. Verschwinde es mal. Auch. Hier denn vielleicht noch so ein Pfosten zwischen. Ah, das ist. Nee, warte mal, das muss ich anders machen. Der muss raus. Der muss raus. Den kommt Boss dahin, genau. Zwischen sollte der wieder. Boah, ist das mal ziemlich abstrakt. Und hier rundherum wollte ich denn Sandstein machen, so mit ein bisschen beleuchteten Weg, mit Fackeln dran und so weiter und so fort. Dass es halt so aussieht, dass es ein bisschen tiki-mäßig was gibt. Das Problem ist, ich brauche ihn. Naja, ich kriege es ja noch hin, aber dringend Birkenholz. Ich gucke hier mal kurz. Vier Bretter habe ich ja noch. Eins, zwei, so. Tiggis zwischen. Gibt zumindest noch mal drei Zäune. Besser als nix. So, hier wollte ich ja. Und hier unten wollte ich hier so zwei Zauntore rein. Also, hier wäre aber das Gleiche. Dann müsste der da noch mal raus. Da müsste da wieder so einer hin. Hier müsste wieder so einer hin. Wollte ich einen Setzling. Boah, wieder der rauf, wenn es geht. So. Hier auch wieder zu. Hier natürlich Beleuchtung und so an die Seiten. Das war aber. Hinten. Naja, gut. Ich möchte gerne. Sieht Tiggibor. Ich muss mich aber kurz schlafen legen. Sehen hier ja nichts. Von beiden Seiten bedient werden kann. Deswegen sollte ich auch ein breiter. Da müssen gleich eigentlich nochmal Gerüste hin, quasi als Tresen. Damit das hinhaut. Wo eins nach dem anderen. So. Gut gesagt, hier müsste denn echt nochmal hier hin. So. Hier oben müsste doch auf jeden Fall nochmal Zaun lang. So ein bisschen offen aussieht. Hier sollen ja so Zauntore rein. Wieso? Ah ja, da war der Bumm, ne? Gut, ich werde mal kurz. Ich brauche Birkenholz, dafür kein Weg da vorbei. Gucken, ob hier irgendwo Birkenbäume drin stehen, weil. Der Wald muss sowieso irgendwann komplett weg. So.
Aber im Moment jetzt erstmal nur Birkenbäume. Wenn da wohl irgendwo Birkenbäume zwischen. Hoffe ich mal. Hier ist sogar Wildernis. Birken, Birken, Birken. Haben wir denn nicht irgendwo Birken? Ich wünschte, ich hätte einen Birkenwald in der Nähe. Ich Birken genug. Aber so? Da steht eine Birke. Sehr schön. So viel brauche ich auch gar nicht. Nur ein bisschen. Ich will halt nicht die Birken bei mir im Dorf abfällen. Das muss nur auch nicht sein. Vielleicht noch eine Birke? Ja, guck mal. Sind welche. Sehr schön. So, das ist ein Biesle. Wo ist es? 13. Nämlich die da vorne noch mit, die ich eben gesehen habe. Die da. Sollte es auch reichen. Sehr schön. Wunderbar, damit ich ja den Zaun und das fertig kriege. Das nehme ich aber gerne mit. Davon habe ich eh viel zu wenig. Die brauche ich. Gut, den Eimer. Wie komme ich denn jetzt wieder nach Hause? Das ist eine gute Frage. Mal hier hoch, vielleicht sehe ich es von da. Gut, hier wäre auch eine Birke gewesen, aber hier muss ich es wieder hin. Natürlich auch nicht bleiben. Das sind meine Birken, die bleiben sowieso stehen. So, den Eimer schnell nochmal Zaun machen. Und ich ganz ehrlich gesagt, das Holz auch gerne, das Birkenholz. Ja, aber geht ja nun nicht alles auf einmal. So, daraus machen wir erstmal Bretter. Kein Platz mehr? Warum? Hier raus damit. Mache ich daraus erstmal Zäune. Dürfte zumindest ein paar geben. Wenn es jetzt nicht allzu viele sind. So. Ja, 9 sollten aber reichen. So, das ist mir ehrlich gesagt zu dunkel. Zock, zock, zock. Jo, und dann würde ich sorgen, einmal kurz das Holz hier austauschen gegen Birkenholz. Ich glaube, das sieht besser aus. Ja. Jo, dann ist das Ganze ein bisschen heller. Sehr schön. So nochmal. Eine Tiki-Bau ist doch eher heller. So nochmal. Aber allerdings kann man als Farbkontrast ja Schwarzeichen zur Tower. Zäune reinmachen, ja. Das würde gehen. Und er hier natürlich noch. Wunderbar. Jo, das mache ich noch schnell. Da nehmen wir jetzt aber das war, glaube ich, in der Mitte, ne? Ich brauche 4 Stück. So. Und an die Seite gehören Stiggies, ne? Irgendwie so war das. Die kommen zumindest mal einzeln raus. Hast du schon mal was? Hier, Schwarzpulver brauche ich nicht. Dim, 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 dim. Da rein, das ist zwar blöd, dass nicht beide zusammen aufgehen, aber wir so als nix. Sehr schön. So, dann muss ich mal Gedanken machen, wie ich das am besten mit der Beleuchtung mache. Hier muss man ein bisschen, naja, ich will es jetzt nicht komplett wegbuddeln. Jetzt haben wir ja jetzt hingebuddelt. Aber ein bisschen, hier soll noch so ein bisschen Sandstein rum mit der Treppe, da wo die Beleuchtung reinkommt. Das kriegen wir alles hin. Hier, das Stück kann ja auch noch weg. Aber es ist halt ein bisschen. Und vielleicht noch ein bisschen Bambus rum. Wir haben ja Bambus. Irgendwo hatte ich Bambus gepflanzt. Muss ich mal gucken. Aber da kümmern wir uns das nächste Mal drum. Vor heute sind wir erstmal am Ende. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Morgen geht's denn hier mit unserer Tiki-Bar weiter. Tschüssi!